Leute, dass wieder dabei sei. Ja, also wie Probleme sind gefixt. Zumindest, ich habe mir jetzt ganz schön angeguckt. Erste Folge katastrophal. Sorry dafür, dass es so echt war. Mit aber den Schatten sich mehr stellen. Naja, jetzt wurde das. So, aber habe jetzt hier schon ein paar Bahnen weitergemacht. Der Anhänger ist voll und der Delta ist jetzt auch gleich. Das heißt, wir müssen jetzt gleich mal auf die Suche gehen. Beide an. Dann kriegen die Bahn dann noch. Doch, da geht noch was. Ah, ich kann ja überladen. Stimmt. Ja, ich kann ja überladen. Habe ich das bei dem Hänger auch gemacht? Ah, warte mal. Hä, warum ist der Akku da nur 50%, weil das Gewichtslimit wahrscheinlich... Überladen. Da muss ich das Gewichtslimit. Aber wisst ihr was, das gucke ich dann mal nach. Das Rohr müssen wir jetzt mal ausfahren. Wir machen erstmal andere Geschichten. Okay. Wir müssen erstmal das Silo suchen. Ja, dann suchen wir mal das Silo. Habe ich denn meinen Anhänger geholt? Ja, nee. Fragt lieber nicht. Nein, ich habe nichts gesagt. Ihr lasst mich in Ruhe, ich kann das. So. Seite hinten. So, also bei 90% ist definitiv sein Gewichtslimit da. Das muss halten. Wenn wir die Überlademod drin haben, dann können wir die Welt überladen. Aber da gibt es halt dann Verlust. Hervorragend. So. Der kleine, der zieht aber an hier. So. Hä? Ganz schönes Biest, der kleine hier. So, dann müssen wir noch ein bisschen abladen, ne? So, achso, ich habe die Kamera nicht verstanden. Mal, das mache ich mal eben. So, ich setze mich mal hier so mittig hin. Ja, ist das gut so? Jetzt könnt ihr da die Minimap sehen. Man sieht schon das Precision Farming. Hier sieht die Ertragssteigerung bisher sind durch die Düngungen durchgeführt worden. Was das Ganze jetzt bedeutet, aber wir werden es herausfinden. Ob wir die Meister des Precision Farmings werden oder nicht, das seht ihr in Folge 499. Schauen wir mal. So, derweil dreschen wir hier erstmal unser Weizen ab. Wir haben echt viel zu tun. Zwei oder drei Weizenfelder, die sind.
der Schluss. Es gibt nur noch heute. Heute ist der letzte Tag. Dann müssen wir mal frisches Heu machen und es einlagern können. Dann haben wir noch einmal Mais. Den würde ich aber dann häckseln irgendwann mal. Brauchen wir noch ein kleines Häckselgerät dazu. Das wird auch witzig werden. Aber naja. First things first, würde ich sagen. Wir dreschen erstmal unser Weizen. Dann kommen wir mal weiter. So. Vielleicht können wir ja dieses Jahr schon die ersten Kühe noch kaufen. Das wäre schon cool. Ich habe schon mal eine Kuh ganz am Anfang probeweise gekauft. Aber wegen dem Mais Plus, wegen dem Futter, ist mir noch nicht so ganz klar, was ist. Weil da gibt es ja irgendwie das Futter und was weiß ich noch. Das wird noch echt lustig werden, wo wir das herausfinden. Aber das ist halt noch. Aber guck an, da haben wir doch unseren ersten Acker schon gleich hier runter. Trotzdem schon ein heißer Bart. So. Das ganze Strom muss man auch noch passen. Also nicht noch was machen. Ich lasse jetzt die Zeit erstmal auf einfach laufen. Weil ich halt weiß, wie wir hier zeitlich hinkommen. Einfach sollte locker viel genug dann vorspulen. Ob ich dann auf zweifach gehe oder Sau. Das wird dann in Zukunft bringen, würde ich sagen. Welche Gerätschaften müssen wir als nächstes brauchen? Das wird alles noch sehr spannend werden. Also Mähwerk haben wir da. Ich glaube, Wände und Bader sind da. So von der Grundausstattung haben wir eigentlich alles. Frontlader ist da. Ballenpässe ist da. Da bleiben jetzt wirklich nicht viele Wünsche offen. Die Sämaschine ist auch da. Irgendwie was zum Opern, glaube ich, habe ich auch gesehen. Ob wir einen Pflug haben? Keine Ahnung. Glaube nicht. Aber gut. Ja, 50% haben wir erreicht. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt gleich die Felder pflügen müssen. Das wäre dann. Aber gut. Auch das werden wir früh genug herausfinden. So. Schon lange nicht mehr so viel Spaß in so einem kleinen Dasher gehabt. Ist ja echt cool. Zieht vor allem schön, ne? Schönen Überblick, ob man die Ernte drin hat oder nicht. Und bei dem 10 Meter Schneidwerk siehst du halt nicht so, ne? Also dann gucken, ob du da hinten Einzelhalm übersehen hast oder nicht. Ist das easy machbar. So, und die Schwierigkeit, glaube ich, die. Ich habe das vor ein paar Tagen schon pass auf deinen Stor auf, könnte man noch mit reinmachen. Ja, dass sich das Schneidwerk nicht zu früh senken kann. Das wäre auch noch lustig. Dass ich meinen. Dann der Häcksel. Weil, ihr seht, ich mache. Ja. Ich kann uns das eigentlich sparen.
Wobei, lustig wär's schon. So. Da. Ja, da haben wir es ja echt geschafft. Wird das noch alles in den Tank rein? Ja. So. Hier um die Kurve. Ich wende gerade so eine Ecke. War mal jetzt hier so. Da. Hier schön jetzt mal fahren. Hätte man dann eigentlich schon ein bisschen Stroh jetzt gepickt, aber zeigt sich nicht immer. Wenn du hier Doppelbahnen fahren musst, weil du zu stoppen. Bisschen ärgerlich. So. Ja. Jawohl. Wir haben nicht so viel Ertrag, da müssen wir mitnehmen, was geht. An 10.000 Liter Weizen, da werden wir nicht reich davon, ne? Weil so viel offen haben, sind angewiesen. Shell Bay. Jetzt hier noch. Ein Monkey-Flug haben wir noch schon. So, dann was? Schauen wir mal, kriegen wir das jetzt da rein? 70%? So, in der Zwischenzeit können wir uns ja schon mal angucken. Was haben wir so alles im Quartier? Also, wir haben hier noch ein Weizenfeld. Weizenfeld. Dann haben wir noch Soja, Mais, Hafer. So, wann ist das alles erntereif? Raps heute, alles heute. Ach du. Schöne. Lass mir das alles jetzt dashen. Seasons ist natürlich an, ne? Ganz kaltschig. Ne? Board. So einen größeren Anhänger kaufen. Oder vielleicht einen zweiten. Gehen wir mal gucken. Vielleicht wird irgendwas. Da passen jetzt Wasser ein. 8000 Liter. Das ist jetzt eh nicht so die Welt. Das wäre schon ganz cool. Vor allem, wenn wir jetzt da eh weiter wegfahren müssen.
sonst ist man zu viel Zeit, glaube ich, auf der Straße liegen. Jetzt kann kein Riesending sein, aber hier muss man jetzt auf jeden Fall mehr als zweimal wegfahren. Und die Haferfelder sind auch ganz schön groß, ne? Also da werden wir schon noch ein bisschen was brauchen. Wie sieht es denn von der Düngestufe her aus? Bei unseren Feldern muss gepflügt werden, das machen wir mal an. Das muss jetzt gepflügt werden, hervorragend. Ich wollte die Düngestufen sehen. Hä? Haut? Das gibt's dann hier. Hä? Ja, ich glaube, wir müssen dann wohl erstmal Bodenproben nehmen, bevor wir da was zu sagen können. Kein Schimmer. Bambi, was machst du da? Ja, geh mal bitte von dann hier. Nein, das ist jetzt zu geil. So, einmal abladen. Gucken wir mal. Was haben wir denn? Wir haben hier so einen Belger Drehschemel. Hat der denn... Ja, wir könnten hier einfach noch was dran koppeln. Würde aber eigentlich... das mit einer festen Achse für vorne bevorzugen. Das ist zu too much. Was... Light. ...15 ist halt auch ein bisschen arg, oder? 21, was haben wir denn hier? Kleine Reich. 16. Was ist denn das für eine... Ach, das ist dieser Autoloader, aber der gibt es auch ohne Autoload. 8000 Liter als eine Achse. Da hat man die Kapazität verdoppelt. 2,5 Licht, 5,5 Zuladung. Und was kann der hier vorne zuladen? 5,3. Also die haben ein ähnliches Füllvolumen dann. Wäre ich dafür. Komm, dann holen wir uns den kleinen hier. Was kostet der? 9000. Und nehmen wir den großen. Komm, das kostet nicht viel. 11.000. Oder wollen wir den... Der kann immer nur nichts abladen, ne? Was kostet der? 14.000. Nee, komm, wir nehmen den. Kleinen Staubmann. Das ist unser Gerät. Hervorragend. Gleich schon das erste Geld ausgegeben. So, ich schalte mal ganz kurz den Dasher hier aus, weil Sprit ist auch teuer. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal eben zum Shop, holen unseren zweiten Anhänger und dann fahren wir zum nächsten Feld, ne? So, ich muss jetzt erstmal wieder den Kopf finden. Das ist die Ausfahrt hier. So. Doch. Nein. Bevor ich jetzt hier bei Wildfrei umfahre, steht unser Anhänger, sind wir hervor. Ich weiß gar nicht, ob ich den größeren oder den kleineren Schlepper genutzt habe. Ein Stück geradeaus, okay. So.
Naja, so. Hier linke Seite ist der Shop. Vorfahrt achten, machen wir natürlich. So. Und dann koppeln hier. Dann den an. So. Ja. Hä? So. Bitte so hin. Und oder? Nix. Versinken kann man. So, gucken wir mal. Oh ja, den kann man hinziehen. Wir sind eine starke Sau. So, Leuche gehen hier ran. Dann, wo ist unser nächstes Feld? Wir sind hier und hier wäre gleich eins zu ernten. Wieder irgendwo. Jetzt gleich sehen. So. Alles klar. Hier nur zu. Ja, ich mach schon Platz. Ja, hier, guck. Halt mal, Vater. Ach, guck mal, hier ist ein Feldweg. Ach. Hier ist ja ein Feldweg. Wo geht der lang? Ich lasse den einfach mal hier stehen. Laufen den Feldweg hier entlang, damit ich weiß, wo ich jetzt dann gleich habe. Okay. Der geht hier durchs Dorf. Erstmal wissen, nicht wahr? Ah, Das ist ein anderer Hof. Ja, ja, gut. Irgendwann mal noch eine öffentliche Straße oder so, dann was ist da oben? Eine kleine Burg oder noch? Oder geht die der Feldweg da an der Wiese dann vorbei und ich habe es einfach nur nicht gesehen. Wäre ich ja richtig gefahren? Ja, guck an, der geht hier an der Wiese vorbei. Ja, guck an. Hervorragend. Ja, dann würde ich sagen, liebe Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich mit dem Feld da einiges vorangekommen bin. Und dann schauen wir mal. Wir müssen hier auch noch. Achso, da kann ich ja hier dann auf dem Feld wenden. Da haben wir ja dann genug Platz gemacht. Ja, so. Das war's. Bis dann. Tschüss.